Hallo meine Lieben, Halloween steht vor der Tür und deswegen möchte ich heute eine Monster-Hirnsuppe mit euch kochen. Ja, wenn ihr Lust habt, dabei zu bleiben, dann starten wir jetzt. Wir brauchen als erstes eine halbe Zwiebel geviertelt und zwei Knoblauchzehen. Deckel drauf. Die werden jetzt 3 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinert. Danach schieben wir die Zwiebeln wieder nach unten. Und geben einen Esslöffel Öl dazu. Drauf und das Ganze 3 Minuten Varoma Stufe 1 andünsten. So, danach sollen wir eine halbe Dose gehackte Tomaten dazugeben. Dann einen halben Teelöffel Zucker. Und einen Esslöffel Balsamico-Essig. So, danach den Deckel drauf. Und das sollen wir jetzt 5 Minuten 100 Grad Stufe 1 garen. Heiß, Vorsicht, heiß. Danach 2 Dosen Baked Beans dazu. Widerstand ist zwecklos. 1, 2. Dann ein halber Teelöffel Salz dazu. Eine Prise Pfeffer. Und ein Spritzer Tabasco. Also ich mache es mal vorsichtig. Wenn ihr das für euch selber für eine Halloween-Party kocht, könnt ihr das ja ein bisschen würziger machen. Wenn ihr aber das für Kinder für Halloween macht, dann lieber vorsichtig, nicht dass sie nachher Feuer spucken. So, dann machen wir den Deckel da drauf. Und das Ganze nochmal 4 Minuten, 90 Grad, Linkslauf, Stufe 1 erwärmen. So, jetzt werden wir das Ganze mal abschmecken. Also da könnt ihr euch noch ein bisschen Salz dazu machen. Und ein bisschen Pfeffer. Also wie gesagt, ihr müsst es nach eurem Geschmack jetzt machen. Wer es noch ein bisschen schärfer haben möchte, der darf auch noch einen Spritzer Tabasco dazugeben. Machen wir mal einen kleinen. Genau. So, jetzt kommt aber noch was dazu, und zwar nehmt ihr 4 Wienerle und da schneidet ihr jedes Wienerle in 6 gleich große Stücke und diese Stücke
schneidet ihr dann wieder kreuzförmig ein. Weiß nicht, ihr seht es vielleicht. Und das auf jeder Seite. So, ich habe es schon mal vorbereitet hier. Die kommen jetzt dazu. Und dann erwärmen wir das Ganze nochmal. Und zwar machen wir es nochmal 3 Minuten. Linkslauf ist ja noch drin. 90, ich glaube, wir machen mal 100 Grad, Stufe 1. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt das Endergebnis von meiner Monsterhirnsuppe. Ihr seht hier schön, wie die Würstchen so ein bisschen aufgehen und man das Eingeschnittene gut sieht. Ja, und dann könnt ihr es selber noch dekorieren nach eurem Geschmack. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Appetit und schönes Halloween. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.